Lotte trifft heute Claudia Sedinski. Sie kann angeblich mit Lotte sprechen. Studiokameramann Stefan ist Herrchen von Lotte und schon neugierig. Kann diese Tiertelepathin der Hündin Lotte in den Kopf schauen? Ein Problem gibt, das habe ich nie geschafft abzutrainieren. Hier vorne kommt immer ein Briefträger. Sie fängt dann an, kriegt eine Bürste und macht schon so Gremlin-Geräusche. Ja, wieso? Also das verstehe ich nicht. Andere Hunde schaffen das auch. Wieso Lotte nicht? Ja, ich frage sie gerade und sie antwortet mir, es ist ihr ungeheuerlich. Also es ist einfach so, das kann sie nicht greifen. Also mit einem normalen Fahrrad hat sie jetzt weniger Probleme, sendet sie mir. Ich kann jetzt natürlich mit ihr reden und ihr sagen, dass da halt keine Gefahr ausgeht. Nichtsdestotrotz wäre halt, wenn es jetzt so störend wäre, auch schon wirklich der Tipp, mit einem Tiertrainer Situation zu meistern und zu trainieren. Na gut, hier ist wohl erstmal nichts zu machen. Was denkt Lotte denn über ihre Kollegen im Studio und ihre Arbeit als TV-Hund? Was ich wahrnehme, dass sie sich sehr wohl fühlt in der Umgebung und dass sie das die Kollegen alle als großes Rudel interpretiert. Also es ist so Familie für sie. Und sie ist eher männlich geprägt als weiblich. Lotte fühlt sich also pudelwohl und steht eher auf unsere männlichen Kollegen. So. Gibt's noch mehr Geheimnisse? Sie hat mir halt wirklich so eine Zuhause-Szene gezeigt, dass du dich halt irgendwie fertig machst, ins Bad gehst und sie halt irgendwie noch döst. Das war halt so, was ich jetzt von ihr sozusagen gleich geschickt bekommen habe. Das stimmt wirklich. Wenn ich mit der Zahnbürste durch die Wohnung laufe und noch einen Toast mir mache, dann liegt der Hund noch in Schläfkomatös. Aber wenn ich zur Arbeit gehe, freut sich, so kommt es mir manchmal vor, der Hund eher, dass er zur Arbeit geht als ich. Aha, interessant, Stefan. Skeptisch bleibt er aber trotzdem, selbst wenn es funktionieren sollte. Wie geht das eigentlich, mit Tieren sprechen? Angeblich braucht Claudia Sedinski dafür keine Worte, sondern nur die Kraft ihrer Gedanken. Also ich verbinde mich mental mit einem Tier. Dazu reicht mir das Foto. Das können Sie sich so vorstellen wie eine Telefonnummer, die ich anrufe. Tierbesitzer wenden sich an sie, wenn das Tier ein Problem hat und sie nicht weiter wissen. Katze Charlotte zum Beispiel hatte verbotenerweise eine Taube gefangen und gelobt jetzt Besserung, behauptet Claudia. Eine solche Diagnose, ob per Hausbesuch, Foto oder Telefonsitzung, kostet zwischen 90 und 135 Euro, ist aber ohne Erfolgsgarantie. Man kann einfach den Menschen die tierische Perspektive nahebringen und auch dem Tier sagen, was dem Menschen wichtig ist. Und in den meisten Fällen führt es halt zum Erfolg, aber es ist halt auch nur ein Gespräch. Hokus Pokus oder Hilfe? Wir fragen Stefanie Adams. Sie ist Tierärztin und Verhaltenstherapeutin für Hunde. Das Sprechen mit Tieren ist für sie nicht nachvollziehbar. Schon gar nicht, wenn das Tier nicht physisch anwesend ist. Erstmal heißt es natürlich ganz genau hinschauen. In der Regel ist mein Ersttermin auch immer bei den Leuten zu Hause. Dann natürlich erstmal in die Situation gehen, wo treten die Probleme auf. Da habe ich dann schon mal den ersten Eindruck und da kann man viel sozusagen schon mal rausholen. Beobachtung ist das A und O, um mit Tieren arbeiten zu können. Aber auch Dr. Adams spricht mit ihren Hunden. Ich spreche mit meinen viel zu viel. Nein, natürlich. Es geht ja um die Kommunikation. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Sprechen ist, aber einfach das Vermitteln von Sicherheit. Dafür deutet sie die Körpersprache und Mimik der Tiere. Alles rein wissenschaftlich. Die Arbeit von Tiertelepathen aber findet sie sogar manchmal sinnvoll. Ich kenne eben diese Fälle auch. Hunde sind weggelaufen und sowas. Und über diese Tiertelepathen wurde Hilfe eingeholt. Wenn es den Menschen hilft und es niemandem schadet, will ich da überhaupt nichts verurteilen. Zurück zu Claudia Sedinski. Sie ist sich sicher, dass Tiertelepathie funktioniert. Und eine Sorge kann sie Frauchen und Herrchen sofort nehmen. Oh, muss ich jetzt Angst haben, dass mein Tier irgendwas verrät? Also nein, sowas kam noch nie vor bis jetzt. Mit mehr als 200 Tieren hat sie sich bisher schon unterhalten. Die Gedanken von Menschen sind für Claudia Sedinski aber tabu.